Ja, Springer schlägt D5, nächster Der Barde. E4, der E4, der E4! Der E4 hängt, nimm weg, nimm weg! Der E4 hängt, die sehen, das geht schon nicht! Er nimmt ihn nicht, er stoppt einen Zug davor! So, die Partie läuft übrigens noch nicht. Bitte? Moment. Faseus hat weiß, Bitter Lemon Curry hat schwarz. Bitte nochmal die Predictions auf die letzte Partie für heute. Das ist die letzte Partie dieses sagenhaften Sub-Battles. Wir müssen gewinnen, damit es schiedlich friedlich 6-6 endet. Das wäre das zweite Unentschieden zwischen uns, glaube ich. Nee, das erste. Nee, wir haben schon mal unentschieden gespielt. Nee. Ich bin mir ziemlich sicher. Oder? Mods? Mods. 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 So, wir haben noch ein paar neue Spenden. Christopher mit 50 Euro. Joachim, danke für die gute Unterhaltung und euer Engagement. 50 Euro, wow. Jürgen, zweimal 25 Euro und sagt einfach ganz stark, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. 5.000 schaffen wir, haben wir schon geschafft. Jetzt geht's auf die 6.000. Und Fabian Kaufmann, hast du ja auch schon erwähnt, 50 Euro, wow. Ja. Okay, mega. Auf geht's, mutet euch und let's go. Remy reicht für den Sieg. Komm, bitte Lemon Curry, du machst es. Elbato, Pablo, du kommst echt ein bisschen spät für die ganze Sache, aber dir wird geantwortet. So, besser viel Spaß später. hier. Wir müssen gewinnen. Der Gegner spielt moderne Verteidigung. Faser spielt das ganz solide mit Läufer D3. Die Mods sagen, wir haben nie unentschieden gespielt und die Mods haben immer recht. Ja, okay. Der Stream leckt ein bisschen, ja, tut mir leid. Hin und wieder geht der Upload runter. Obwohl, das ist ein Witz, ne? Wir haben 22 Uhr. Das Internet kann doch jetzt nicht hier so. Was passiert mit den Spenden? Ja. Die gehen alle an die Opfer der Flutkatastrophe, der gesamte Betrag. Spenden wir jetzt gleich im Anschluss an die Opfer der Flutkatastrophe. So, Springer H5, aha, wir haben hier königsindischer Aufbau. Gefällt mir erstmal. Bitter Lemon Curry ist schnell unterwegs. Ja, kann man im Prinzip ignorieren, weil das droht nichts. Einfach kurze Rochade, einfach normales Schach weiterspielen. Springer F4 ist keine Drohung. Den kann man immer schlagen, den Springer. Ja, solange der Bauer noch auf D4 ist und nicht auf D5, sind die schwarzen Felder Genau. genug gedeckt. Aber vielleicht spielt das trotzdem. Na. Ich meine, es ist interessant damit G5 eventuell. Okay, Springer BD2 erstmal. Jetzt kann auch Springer F4 theoretisch auch Läufer F1 machen, wenn er es möchte. Und zur Erklärung. Wenn das Zentrum noch nicht geschlossen ist, dann ist Springer F4 keine Drohung. Wenn Weiß D5 macht, dann ändert sich die Sachlage. D4, er muss aber nicht D5 machen, weil D4 ist protected. Dreimal. Geht alles noch. Ich würde einfach die Dame entwickeln oder Rochade. Ja. Doch, weil alle TV übers Internet schauen. Das kann sein, dass viele über. Ja, es kann auch sein, dass das mit den Olympischen Spielen zu tun hat, gerade vielleicht. Wobei läuft jetzt nicht abends, sie läuft über tagsüber Olympische Spiele. Nee, weil das ja erst in der Nacht losgeht. Das, die sind ja. Oder? Habe ich doch gesagt, es läuft tagsüber. Ja, tagsüber in Nee, China. es geht. Nee, es geht. Nein. In Ich habe doch schon Japan, meine ich, geguckt. Japan. Ich habe doch schon geguckt. Also tagsüber bei uns läuft Olympia. Ach, Und echt? in der Nacht irgendwann fängt es an. Na gut. Anyway, so, jetzt kam Springer 4 so geschlagen, Dame D2 greift den Bauern. Er will wohl lang auch hier scheinbar, habe ich das Gefühl. Er Ich will würde lang ja auch hier. kurz ruchieren, nicht lang. Der Bauer auf F4 übrigens, der ist nicht gut. Das ist eine Schwäche. Und Weiß hat ein super Zentrum. Strategisch steht hier Weiß besser. F5 direkt, aha, spannend, okay, interessant. Nutzt auch so ein bisschen aus, das war jetzt noch nicht die Entwicklung abgeschlossen. Dame schlägt F5 und F schlägt E4. Es ist nichts passiert. Weiß kann einfach rochieren. Es ist gar nichts passiert. Einfach Rochade. Er lässt sich zu viel Zeit hier In für welche meinen Richtung? Geschmack. Kurz, lang? Es ist Ja, beides der Druck okay, wird denke höher. ich. Der Druck wird höher. Er braucht den Sieg hier. Weiß braucht den Sieg, um das Match auszugleichen. So, schlagen, schlagen, Ist D5. egal. Ist Läufer egal. D3. Die Stellung ist strategisch besser für Weiß. Ja, der Viele Bauer auf Felder F4 ist schwächen eine auf der Schwäche. E-Linie. Ja. Viele Felder schwächen auf der E-Linie. Turm E1, Springer C5. Viele Ja. Ideen für Weiß hier. Spielt sich eigentlich von selber.
Fernando sagt, kannst du das Layout noch etwas anpassen, damit man die Tabelle größer sieht? Ja, Fernando, und wenn du mir sagst, wo ich die Tabelle hinziehen kann, dann sehr gerne, aber ansonsten wird das, glaube ich, in diesem Stream nicht passieren. So. Ja, nicht so leicht für Schwarz zu spielen. Springer C5 ist irgendwie auch ein lästiger Zug. Läufer F5, ja, aber es bleibt dabei. Jetzt das Feld E6 dann auch schwach. Ich glaube, ich hätte Ich auf hätte F5 den. erstmal geschlagen, damit der Turm schlecht steht auf F5. Dame D6, guter Zug. Ja, Türme verdoppeln Aber auf Springer der C5. E-Linie. Jetzt schlage und Springer C5, er macht es. Ist lästig, sehr Ja, lästig. aber B6 und dann Springer D3 zurück, ne? Ja, Oder ja nee, erstmal Turm Weißstipp. E6 rein. Ja, ist auch gut. Türme verdoppeln. Nee, stimmt, Dame D8, ja. Ja, aber Türme verdoppeln ist gut. Weiß steht einfach gut auf der E-Linie. Und Ja, Schwarz klar. kann auf der E-Linie nicht gegenhalten. Und jetzt hat er zeitlich aufgeholt. Jetzt hat er zeitlich aufgeholt. Eieiei. Er hat Okay, B6 gemacht, B6 ergibt okay. Sinn, Ja. um den Springer Ja, zu ja. beschränken, aber Turm Ist E6 droht ein bisschen. Turm E6. Ja, ist aber auch nicht so klar. Ist jetzt aber auch nicht irgendwie der Todesschlag. Der Springer müsste jetzt über C1 nach D3 hier. Also ich würde König B1 machen, Springer C1, Springer D3 und dann den F4 attackieren. Hat er gehört? Hat er gehört? Nee, nicht. Nein, Phasos ist ein guter Spieler, er findet sowas. Ja, man muss keine Angst haben, was da hinten passiert, weil Springer D3 und dann Springer E5 sieht auch saustark aus. Springer ist sauber. Stark, ganz starkes Manöver. Ja, das stimmt. Der Bau auf F4 hängt jetzt auch. Dame D6, kommt Nee, Turm da E6. Läufer H6, Läufer H6, der hängt nicht wirklich. Aha. Er macht Dame Jetzt ist F5, das ist ein guter Zug. Fesselung, jetzt muss er eigentlich wieder weg. König B1 oder Dame C2? Oder König Turm 1. E6? Turm E6 König dahin? 1 Okay. macht er. Jetzt vielleicht Eieiei. A4, Springer A5, Springer B3. Auch ein Ja, paar Ideen. deswegen Turm E6 hätte ich auch gerne gemacht. Ja. A4 macht Jetzt kommt. er. So, jetzt sind hier die Ideen da. Mit Springer A5, Springer C4, Springer B3. Auf geht's. Es ist Ja, so spannend. Damentausch kann er probieren. Springer E5, Dame D3 oder sowas. Jetzt Springer A5. Na, das gefällt mir nicht. Bietet sich an. Oh, nochmal Das gefällt 100 mir Euro nicht. hier gerade gespendet von Schachprofi Nott. Von mir auch nochmal etwas für euer gut unterhaltenes Engagement. Wow, super. Okay, diese Springer Idee mit B4, Springer Dame B3. D3. Oh, Oh, die Springer Zeit wird knapper. B3. Scheiße. Ja, musst du aufpassen, mein Lieber. Ja, deswegen wäre ich auch nach C1 gegangen und nicht nach A1, ey. Das ist ein ganz schöner Brummer, Ja, weil König wenn. B1, er muss weg wieder. König B1, er sieht es nicht, Na, er ist aus. noch geht es nicht, aber es ist, liegt in der Luft, ne? Was? Noch geht ich? Das ist doch total verloren. Dame C8 dann am Ende, Turm A1, Turm A8. Er bereitet es wahrscheinlich jetzt vor. Er muss den König wegziehen von der Dingens, von A1 wieder. Ja, total. Ja, jetzt geht Dame E2 gleich. Dame E2, komm, probier es. Dame E2, Dame E6. Ja, muss irgendwie Figuren tauschen. Ja, klar. Springer Dame B3. E2. Dame E2, er hat keine Zeit mehr. Zieh. König B1, er geht erstmal raus. Das ergibt natürlich auch Sinn. Jetzt Springer C4. Gut, Dame Dame E2. E2, bitte. Komm, Dame E2. Ja, natürlich Dame E2. Was sonst? König F7 oder? Der Turm auf A7 ist jetzt aus dem Spiel genommen. A3, B3, Springer B2, Springer D6. Ah, das gefällt mir. Dame Er E6 tauscht die Schach, Dame, ist Tausch. okay. Er tauscht die Dame. Springer E4, der Turm auf A7. Oh, jetzt ist der Bauer weg. Aber Ist A3, egal. falls. Aber Springer schlägt D5, nächster Bauer Der weg. E4 hängt, der E4, der E4! Der E4 hängt, nimm weg, nimm weg! Der E4 hängt, das gibt's doch nicht! Nimmt die nicht. Er stoppt einen Zug davor. Springer C4 liegt in der Luft. Springer C4, Springer Ja, C4, Springer Springer C4, Springer C4. C4, komm! Ja. Sehen es nicht, die sehen es nicht. Jetzt Ah, jetzt zu endlich mal. spät. Nein. Turm A5, Turm A5, Turm A5, Turm A5. Ah. Ah, nein, das geht in die falsche Richtung hier. Springer C4 zurück. Auf geht's. Aber Ja, jetzt kommt C7 Turm hängt. C7. C7, Ja. C7. Jetzt kommt König D3 B3, raus. König B3, König B3, So. 1-0. Warum geht denn nicht D3? B5. Aber es hängt alles. Er hat schon zwei Bauern mehr. Ja, es ist zu viel. Es ist zu viel. Wir haben keine Zwei Zeit mehr. Es ist noch verbundene nichts Freibauern entschieden. jetzt. Ja, aber die zwei verbundenen Freibauern. Jetzt kommt der Springer nach E5. Ja, wir wissen es, klar, aber es ist noch nicht vorbei. Noch nicht, aber jetzt sind die Fuddelchancen auf enorm gering.
Springer G4, Springer F6 wäre auch aus, Springer eigentlich, E8, oder? eieiei. König F8 muss. Ja, aber es passiert nichts, es passiert nichts. Der Er muss muss den den Bauern Bauern nochmal laufen lassen. vorziehen. Ja, Gut, jetzt sichert klar. er sogar noch diesen Bauern. Kann er machen, Turm aber. D7, Turm D7, Turm Ja. H7, komm. Der Springer auf E5, zu sicher. Zu sicher. Jetzt sind es drei Bauern mehr, Nein, nachdem er hat steht keine da sieben. Zeit mehr. Er hat. Ja, der ist doch. Er hat es vor zu 50, der macht das jetzt schon. Setzt C4, zieht er vor, Springer Der F6. Turm hängt, der Turm hängt. Turm H6, sicher. Ja, Schwarz hat überhaupt keine Möglichkeiten. König E7. Noch ein Bauer weg. Springer steht G4, schön gesehen auf jeden Fall. Schöne Ressource noch, aber es sind trotzdem drei Minusbauern. Wie man es dreht und wendet. What? What? Was macht er denn jetzt? Warum schlägt er denn? Warum schlägt er? Es ist immer noch gewonnen, aber warum macht er das? Warum macht er das? C6, komm. Mann. Jetzt bring den König wieder ran. Bring den König Jetzt zu den zieh schon die Bauern. Oh Gott, die sind scheiß bei. Bauern Oh Gott, Turm G. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das war's jetzt gleich. Ja, König D7, das war's. Warum macht er D5? König König E8? 8. König 8 kann er machen. Ah, okay, jetzt war's das. Yes! Geile Ah, Partie. schade. Geile Partie. Ja, das war wirklich jetzt nochmal ein Highlight am Ende, aber. Man Leitung, muss danke. sagen, im Endeffekt geht es in Ordnung für Fasos auf jeden Fall. Starke Partie. Starke Partie. Uff, 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 uff. Uff, davon muss ich mich erstmal holen. Mein Puls ist auf 150. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.